Erste Zeit in Berlin für mich war sehr schwierig, nicht einfach. Alles war fremd. Ich habe kein Wort Deutsch gesprochen, ich habe keine meine persönlichen Freunde damals gehabt. Das war ganz andere Kultur, das ist ganz, ganz etwas anderes. Und ich war sehr traurig. Das war 2004. Mehr als 10 Jahre später fühlt sich die Georgierin Rusudan Gorgiladze in Berlin zu Hause. Gemeinsam mit ihrer Tochter Inge Achvelediani eröffnet sie 2015 das Restaurant Schwiliko. Das Konzept? Georgische Küche in einem authentischen Ambiente. Und das sollte so sein wie im 19. Jahrhundert in einem georgischen Wohnzimmer. Die Tischdekoration nähte Inge Achvelediani selbst aus georgischen Tischdecken. Als wir die Idee hatten, ein Restaurant zu eröffnen, arbeiteten wir zunächst mit georgischen Köchen. Aber wir merkten schnell, dass sie nicht so kochten, wie wir das wollten. Also sagte meine Mutter zu mir, Inga, es ist Zeit, selbst in die Küche zu gehen. Dann begannen wir so zu kochen, wie wir das von zu Hause kennen. Ich habe dann kochen gelernt, indem ich es einfach gemacht habe. Ja, that's where we are now. So I learned by doing. Inzwischen haben sie wieder Köche eingestellt und ihnen gezeigt, wie man die alten Familienrezepte zubereitet. Zu Hause in Georgien kochte Rusudan Gorgiladze nie selbst. In Berlin schrieb sie dann sogar ein Buch über die georgische Küche. Was wir jetzt machen, das ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Weil in Deutschland, Georgien, kennen Leute nicht. Und das Essen ist einer der besten Mittel. Nationale Küche ist eine der besten Mittel, das rauszufordern, deine Identität zu zeigen. Badrijani, gebratene Auberginenscheiben, ist ein sehr beliebtes Gericht in Georgien und wird gerne als Vorspeise gegessen. Kräuter gelten in der georgischen Küche als eigenständiges Nahrungsmittel. Aber die Königin der georgischen Küche ist die Walnuss. Sie wird oft für Soßen und Pasten verwendet und kommt in fast jedes georgische Gericht. Die georgische Küche ist sehr vielfältig. Das liegt auch an dem milden Klima des Landes, das den Anbau vieler unterschiedlicher Gemüse- und Kräutersorten begünstigt. Gemeinsam zu essen, das ist ganz typisch für Georgien. Es ist eine Zeremonie, man geht nicht einfach nur zusammen essen. Man feiert das Essen, sitzt 3 bis 4 Stunden zusammen, trinkt, spricht einen Toast, isst. Es ist wirklich sehr besonders. Inga Achvelediani wird 1983 in der georgischen Hauptstadt Tiflis geboren. Sie studiert in den USA und in Istanbul, bevor sie ihren Eltern 2004 nach Berlin folgt. Rusudan Gorgiladze ist ausgebildete Psychologin. In ihrer Heimat Georgien arbeitet sie in den 1990er Jahren als Chefberaterin des georgischen Präsidenten Eduard Shevardnadze. Nach der sogenannten Rosenrevolution 2003 und dem Sturz des Präsidenten geht sie mit ihrem Mann, einem Germanisten, nach Berlin. Deutsche sind ein bisschen reserviert und mehr, weil hier, das ist eine kulturelle Entscheidung, ihre Emotionen nicht zu zeigen. In Georgien das umgekehrt. Wir sind sehr emotionale Leute und wir müssen das auch zeigen. Das ist nicht so schlimm. Ja? So diese kulturellen Unterschiede kommen jeden Tag zu uns. Und in diesem Raum, ich und Inga, wir versuchen Georgierinnen zu sein. Das Schwiliko ist eines von 3 georgischen Restaurants in Berlin, aber das einzige im Stadtteil Kreuzberg. Bis zum Mauerfall 1989 war dieser Teil Westberlins nicht als Partygegend bekannt. Danach änderte sich das. Es siedeln sich Clubs und Bars an, die junge Leute in das Viertel locken. Mittlerweile geht es hier sehr international zu. Mit ihrem Restaurant Schwiliko treffen Rusudan Gorgiladze und ihre Tochter Inga den Nerv der Zeit. Seit der Eröffnung sind sie jeden Abend ausgebucht. Ich bin Badrijani.